Geliebte Menschenfamilie, um die Botschaft der Plejada zu hören, möchte ich dich gerne energetisch vorbereiten, damit du die Energien und die Worte so tief aufnehmen kannst, wie es dir möglich ist. Dazu beginne nun, das Licht von Smarana einzuatmen und dich mit diesem Licht auszudehnen, sodass dein Herz zu einer goldenen Sonne erstrahlt. Erlaube dir, dich diesen Energien hinzugeben und dich vollkommen zu entspannen. Denn je tiefer du entspannt bist, umso leichter können die Energien zu dir strömen. Und wenn es dir möglich ist, dann halte diese Energie. Denn nun werden wir gleich die Botschaft bekommen. Wir sind eine Gruppe der Plejada. Wir wurden auserwählt, heute zu dir zu sprechen. Und dies tun wir voller Freude, denn wir wissen, dass unsere Botschaften sehr wichtig für euch sind. Etwas Großartiges geschieht gerade. Etwas verschiebt sich in den Energien und es sind die Zeitlinien, die sich überschneiden und aus dieser Überschneidung und es besteht die Möglichkeit, dass sich eine neue Zeitlinie bildet. Letztendlich kommt es auf das große Kollektiv der Menschen an, wie diese Zeitlinie aussehen wird. Auf jeden Fall sind die Energien, die im Moment auf die Erde strömen, dabei, das Bewusstsein der Menschen auf positive Weise zu beeinflussen oder zu unterstützen. Und so raten wir euch, offen zu bleiben, auf alles gefasst zu sein, um mit den Veränderungen eine harmonische Beziehung eingehen zu können. Denn die Menschen werden in vielerlei Hinsicht von diesen Energien profitieren. Es besteht die Möglichkeit, dass die Klarheit der Menschen und das Verständnis für die größeren Dinge verstärkt werden. Das, was jetzt gerade geschieht, wird auch die Intuition der Menschheit stärken und ein größeres Maß an Synchronizität wird in das Leben der Menschen hineintreten. Der Schleier zwischen der physischen und der spirituellen Welt wird dünner und dünner und macht es auch uns leichter, mit euch zu kommunizieren. So werden immer mehr Menschen in Kontakt mit uns kommen und unsere Botschaften hören. Euer physischer Körper wird sich verändern. Ihr werdet leichter und energiegeladener werden. Bei einigen Menschen hat dies bereits begonnen und sie spüren die Veränderungen sehr stark.
Einige Menschen werden spüren, dass ihr physischer Körper weniger dicht ist und sie nicht mehr so viel Schlaf brauchen werden. Andere Menschen wiederum erleben eine Zunahme ihrer intuitiven Fähigkeiten und haben bestimmte Vorahnungen für die Dinge, die geschehen werden, sowie auch die Möglichkeit besteht, dass einige Menschen eine viel stärkere Verbindung zu dem Göttlichen, zu der göttlichen Energie bekommen werden. All dies zusammen und vielleicht noch einiges mehr, denn es ist ein individueller Wandel, der jeden Menschen betrifft. Und all dies zusammen formt eine neue Zeitlinie. Und diese Zeitlinie ist ausschlaggebend, wie es im Moment weitergeht. Wir, die Plejader, wir beobachten das Ganze voller Freude und mit großer Aufmerksamkeit. Wir halten die Energien und wenn es uns möglich ist, mit einigen von euch zu sprechen, dann tun wir dies voller Freude. Denn wir wissen, dass diese Veränderungen und das Wichtige, was gerade geschieht, oft Fragen aufwirft. Und so möchten wir dir heute sagen, vertraue in erster Linie deinem Herzensgefühl und deiner Intuition. Denn dies ist dein ganz persönliches Empfinden und wenn du dich mit diesem Empfinden wohlfühlst, dann ist dies deine eigene Wahrheit. Und durch diese große Energieveränderung, durch diese Anhebung der Erdenergie, die bereits geschieht und die jetzt auch in den Menschen immer mehr geschieht und besonders in den Menschen, welche noch nicht erwacht sind oder noch am Beginn des Erwachens sich befinden. Und all die Fragen, welche da entstehen können, kannst du mit deinem Herzensgefühl überprüfen, wenn du eine Antwort findest. Und wenn du dich gut mit dieser Antwort fühlst, dann ist dies deine persönliche Wahrheit. Und diese persönliche Wahrheit, sie kommt aus deinem Herzen. Sie ist das, was dich ausmacht. Und all das hängt mit der neuen Zeitlinie zusammen. Denn es wird eine neue Wahrheit in den Menschen entstehen. Und diese neue Wahrheit wendet sich dem Göttlichen zu, der göttlichen Ordnung und dem Weg in die Freiheit. Ihr seid jetzt, liebe Menschen, auf diesem Weg. Wir möchten euch bitten, lasst euch nicht aufhalten, geht diesen Weg weiter. Es ist der Weg des Lichtes und auf diesem Weg bekommt ihr von uns und von allen lichten Wesen des Universums die größte Unterstützung, denn auch wir und alle Wesen des Universums, alle lichten Wesen sind bemüht und erfreut darüber, dass es eine Veränderung gibt. Eine Veränderung hin zum Göttlichen, eine Veränderung hin
zu einer neuen, besseren Zeit. Wir sehen, dass du durch diese Zeit hindurchgehen wirst. Und wir sehen auch, dass du es schaffen wirst. Und aus diesem Grunde sind wir dabei und halten die Energien. Sei dir ganz sicher, dass du niemals alleine bist und dass das, was gerade geschieht, etwas ganz Besonderes ist. Genauso wie du selbst etwas ganz Besonderes bist in einer ganz besonderen Zeit. Und so betrachten wir dich voller Freude, denn wir wissen, dass alles eine Ordnung hat und dass du bereit bist, diese Ordnung zu stützen. Egal wie groß das Chaos im Moment sein mag, wir sind da und wir helfen dir, gut durch diese Zeit hindurch zu kommen. Und so verabschieden wir uns jetzt von dir voller Liebe und freuen uns, dass du das Licht so hell leuchten lässt. Ich denke, ihr seid wieder da. Und ja, es war eine tolle Botschaft. Ich freue mich sehr, dass die jetzt auf die Erde gekommen ist und uns unterstützen wird, leichter durch die aktuelle Zeit hindurchzugehen. Denn es ist schon, ich weiß, es ist schon nicht so einfach. Aber so viele schöne Lichtmenschen, wie ihr seid, so viele großartige Lichter. Und wenn wir alle zusammenhalten, dann schaffen wir das auch. In diesem Sinne sende ich euch einen Herzensgruß. Und wenn dir die Botschaft gefallen hat und du gerne mehr davon möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal und klicke hier auf diese Kugel drauf. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss!